Ja, hallo Freunde, hier ist Christian Schmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach, Schulungspsychologe und so weiter und so fort. Ja, wir haben gestern oder vorgestern die, ich glaube, auf Netflix die Doku gesehen über Pamela Anderson und ja, ihr Leben so allgemein, das ist ja so, das ja, kennt wahrscheinlich jeder, ne? Baywatch, Sexsymbol der 90er und was für mich da jetzt so, ich fand die ja nicht so interessant, das ist auch gerade der Grund für das Video, weil die hatte ja scheinbar noch eine sehr, sagen wir mal, tumultartige Beziehung mit dem Tommy Lee, so eine richtige Rock'n'Roll-Beziehung und wie das so aussieht, ich meine, der hat sie dann hinterher, kam es zu Gewalt, der ist sogar verurteilt worden und das war halt so eine richtige Wirbelwind-Beziehung und hat eigentlich so von außen betrachtet so alle ja, Merkmale von so einer toxischen Beziehung. Und was man da einfach so gut, ich meine, ich weiß nicht, ob man sich sowas noch privat reinziehen muss, aber also was mich da am meisten gestört hat, ist, wie sie da so drauf guckt nach womöglich Jahrzehnten oder vielen Jahren. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also vielleicht mal zu dieser Beziehung, also wie das dann so ist, ist eigentlich ja, halt, wie diese Beziehungen dann so anfangen. Sie, eigentlich wollte sie ihn gar nicht kennenlernen und da ist er eher hinterhergereist, was ja auch schon so ein bisschen krass ist. Und dann sind sie ja doch zusammengekommen und da haben sie nach drei Tagen oder so geheiratet und ja, dann auch zwei Kinder gekriegt und wurde auch gar nicht so viel gezeigt, aber also es wurde eigentlich immer nur so angedeutet, dass es dann halt immer weiter eskaliert ist und er so auch extrem kontrollierend war, wenn sie dann bei Baywatch irgendwie eine Kussszene hat oder ich weiß nicht was, er da immer am Set war und was weiß ich. Und gut, ich meine, damals hatte man auch nicht viel Material dazu und das passiert Menschen halt. Aber was ich da so spannend fand, war, also sie hatte dann die Kraft, nachdem er da verurteilt worden ist, dann auch die Beziehung zu verlassen. Könnte man jetzt sagen, ja, Standards und Dealbreaker. Gute Sache, was mich so ein bisschen betroffen gemacht hat, ist, und das ist eigentlich der Punkt in diesem Video, dass sie immer noch so darüber spricht, ja, es war meine große Liebe und aber es hat halt nicht geklappt so ungefähr und wo ich mich so frage, wie findet das ihr aktueller Partner wohl irgendwie und er eigentlich immer noch auf so einem Podest steht, obwohl er sie ja scheinbar da, wie gesagt, Gewalt stattgefunden hat mit irgendwie einem Kind auf dem Arm so. Ja, und der sehr kontrollierend war, es ist immer noch die große Liebe und das ist wirklich so ein Punkt, das habe ich auch, ich hatte ja auch schon in meinen 20ern so eine wirklich hochtoxische Beziehung und dadurch wusste ich damals auch nicht besser und auch diesen Fehler gemacht, da immer wieder, ja, aber wir hatten doch diese Connection und dann macht man den Fehler, wirklich diese Beziehung nicht von diesem Podest runterzuholen, obwohl sie einfach eine völlige Katastrophe war, bleibt sie so im Kopf als, ja, das war, also da war diese große Connection und man verwechselt dann, das ist ja, was immer wieder gesagt wird, in diesen SLAA-Kreisen, ne? Sex and Love Addict Synonymous, man verwechselt Intensität, die es dann natürlich gibt, mit Intimität, also dieser ganze Adrenalin, Dopaminrausch, hoch, runter, wird verwechselt mit einer, ja, mit einer ruhigen, also mit einer echten, intimen, nahen Beziehung. Das kann man natürlich sagen, aber wie gesagt, mir geht es immer darum, so sich bewusst zu machen. Man kann natürlich sagen, ja, also das höre ich auch immer wieder, wenn ich mal mit Klienten spreche. Man kann natürlich sagen, wir sind normale Beziehungen, sind mir irgendwie zu langweilig. Das ist total in Ordnung. Ne? Nur dann soll man nicht sagen, das ist irgendwie große Liebe, sondern soll man einfach sagen, ja, ich will diesen Dopaminrausch haben da oben im Kopf. Alles andere ist mir scheißegal. Ich will einfach mal eine Droge haben. Und man soll dann nicht sagen, dass das irgendwie gute Beziehungen wären, weil es hat damit nichts zu tun. Das ist einfach irgendwie so ein Programm, was da oben abgeht, unser eingebauter Liebessuchtgenerator da oben, der in bestimmten Situationen eben abgeht und sie hat auch noch diese typischen Biografien, hat sie auch darüber gesprochen, dass sie irgendwie missbraucht worden ist und was weiß ich nicht, dass jetzt alle missbraucht werden, die in toxische Beziehungen überhaupt nicht, aber halt so eine Biografie,
vielleicht auch mit schwierigen Eltern, ich weiß es nicht. Obwohl die Mutter wirkte jetzt irgendwie, naja, hat man auch nicht viel von gesehen. Ja, dass man sowieso schon so eine Neigung dazu hat, so ja, super Bad Guys zu daten, und auch in Medien wird das ja gerne sehr überhöht, ne? Ja, Rock'n'Roll-Beziehung, und ja, dann fliegen halt, wird eben mal ein Wohnwagen verwüstet und was soll's. Und ja, das ist. Aber es hat mit Liebe und schon gar nicht mit Seelenverwandtschaft oder so ein Quatsch, das wirklich gar nichts zu tun, meinetwegen mit Arschengeln oder so. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, aufzuräumen im Kopf und dieses eigene Narrativ, was man so hat, dass wir irgendwie. Das war jetzt die Beziehung in meinem Leben, das wirklich rauszuschmeißen, sonst bleibst du so, weil sonst bleibst du, selbst wenn du andere Beziehungen führst, bleibst du in diesem Mindset von toxischen Beziehungen so, ne, und dass die was ganz Besonderes sind. Und das hat mich echt ein bisschen geschockt, muss ich sagen. Ich meine, was heißt geschockt, aber ich dachte eben, Alter, der hat die geschlagen, und dann sagt sie noch, das war meine große Liebe, und das ist einfach so ein Mindset. Also da droht man auch immer wieder in Gefahr zu kommen, dann nochmal wieder in, bei ihr scheinbar nicht, aber nochmal wieder in schwierige Beziehungen zu kommen, weil man das wirklich nicht gründlich aufgearbeitet hat, so im Kopf, ne? Deswegen mach die fucking Kurse, und sag ich auch mal wieder, einer der größten Punkte ist, den Ex wirklich auch vom inneren Sockel zu stoßen, ne? Wirklich zu sagen, nee, das war eine Rotzbeziehung, und ja, es war drogenartig, kann ich auch das weiße Pulver schneuzen und mir die Nase reinziehen, hat den gleichen Effekt, sich das wirklich klar zu machen und da nicht so von Liebe zu reden. Und wenn man sagt, normale Beziehungen sind mir zu langweilig und ich will diesen Rotz haben, da muss man eben auch, wer A sagt, muss auch B sagen. Da muss man auch sagen, okay, da muss ich akzeptieren, also muss ich natürlich nicht, aber dass mich diese Beziehungen wahrscheinlich immer wieder zugrunde richten werden. Ne? Es muss ja jetzt nicht immer mit Gewalt sein. Es kann ja auch, dass es einen emotional zugrunde richtet, und dass man einfach fertig ist, nichts anderes mehr denken kann, am Boden ist, keine Energie mehr für irgendwas hat. Dann, ja, da muss man eben sagen, okay, das ist mein Leben. Ich will in der Gosse leben. Scheiß was drauf. Habe ich Bock drauf. Das mache ich jetzt mit meinem Leben. Dann ist ja auch okay. Mir geht's gar nicht. Mir geht's nur um Bewusstheit, dass man ganz bewusste Entscheidungen trifft und sagt, ja, da will ich eben diese Rotzbeziehung führen. Okay, kein Problem. Ich will das Drama haben. Und dann aber auch eine Haltung finden von, okay, ich muss den ganzen anderen Rest, muss ich dann irgendwie auch mit umgehen, ne, den es da gibt. Ja, wie seht ihr das? Könnt ihr gerne mal kommentieren. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.